Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Ja, wir sind hier weiter im. Wir sind nicht im Kopfstuhl Canyon, wir sind hier in Midgar. Wir haben wieder mal zurückgeschaltet zu Zack, den kleinen Psychomaniac. Und ja, ich bin mal hier im Speicher. Nicht im Speicher, mein Hauptmenü. Ja, genau diese Animation wollte ich sehen. Diese Meditation, die er immer macht, ne, in Crisis Core, ne? Und ja, wir sind hier in Midgar. In der letzten Folge haben wir im Cosmo Canyon mit Red die Prüfung abgeschlossen, haben die Wahrheit über seinen Vater herausgefunden, wer in Wirklichkeit, welcher in Wirklichkeit voller mutige Krieger war, der sich für den Cosmo Canyon hier geopfert hat, um die Gi zu besiegen. Und keine Ahnung, unsere Hauptcharaktere sind jetzt alle so. Was irgendwie für mich irgendwie so aussieht wie weiß nicht, der See zur Hölle. Das sieht ein bisschen so aus wie ein Herkules, ne, mit Hades und so, die Unterwelt, wo die da gerade sind. Und ja, keine Ahnung, was da passiert, ne, aber werden wir nur herausfinden, nehme ich an, ne? Ja, wir haben zurückgeschaltet, wir haben rübergeschaltet zu Zack und da werden wir mal dann auch also Anspielungen an Crisis Core. Und wir haben ja mit Bix geredet, ne? Bix hat ja überlebt und Zack hat Bix getroffen und wir werden jetzt erfahren, was hier los ist, ne? Die beiden haben irgendwie gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, ne? Und wollen jetzt mal gucken. Ich habe letztens vor der Aufnahme, meine ich, habe ich noch gesehen im PlayStation Menü, wir sind bei 69% im Spielfortschritt. Erst einmal nice. Wie geht's Und ja, eigentlich Cloud? und da steht ja Ich habe immer eine so, ziemlich schwere Makrovergiftung. Glaub nicht, dass da es steht ja nicht immer schon so, lange wie vorbei viel war. Prozent wir in der Story Ja, gerade sind. die Hoffnung stirbt zuletzt. Verstehe. So. Wenn er sich erstmal erholt hat, ist er aber bestimmt schnell wieder so aufgeblasen wie immer. Und prahlt überall damit, wie das Wofür bisschen Marco ihm nichts arbeiten, anhaben konnte. Das klingt aber gar nicht nach Cloud. Was? Der sucht immer nach einer Gelegenheit, sich aufzuspielen. Nicht, dass er es nötig hätte. Wir alle wussten, dass wir uns nicht mit ihm messen können. Sag mal, hast du schon mal darüber nachgedacht, auch als Alleskönner zu arbeiten? Als Alleskönner? Bedarf gibt es jedenfalls genug. Ich überleg's mir. Ja. Er ist ja mit Cloud hier hingekommen, ne? Und aus irgendeinem Grund kennt ihr ihn. Kennt ihr ihn, ja, ne? Weil er nicht der gleiche ist. Ist ein bisschen verwirrend. Ich bin sowieso interessant, wie das hier alles abläuft im Laufe der Zeit. Sieh mal, hier. Was ist das denn? Die Zerstörung von Sektor 7 geht auf das Konto von Shinra. Wir lassen diese Schweine nicht ungestraft davonkommen. Setzt euch gegen ihre Tyrannei zur Wehr und tretet noch heute dem neuen Avalanche bei. Meldet euch auf dem Platz am Blumenduftpfad. Wow, das ist mutig. Nicht? Aber bemerkt Shinra diese Flyer denn nicht auch? Die verhaften doch jeden, der sich da sehen lässt. Damit hält Shinra sich gar nicht erst auf. Viel zu umständlich. Die knallen sie einfach ab, ohne viel Skrupel. Na, dann ist es doch erst recht. Idiotisch, das weiß ich. Aber was Avalanche jetzt braucht, sind risikobereite Idioten. Warte, willst du da etwa hin? Oh Mann. Ja, wenn er nur wüsste, ne? Dann ist Wetcher wahrscheinlich auch noch da und dem Mann Jesse wird dann auch noch irgendwo rumlaufen, ne? Hast du schon über den Sinn deines Lebens nachgedacht? Ich habe ja schon beim ersten Teil gesagt, hat mir nicht so gefallen, dass die alle überleben. Aber wir sehen ja, das scheint ja irgendwo hinzuführen, also gucken wir uns das mal an. Früher nicht, aber es ist viel passiert, seitdem ich Shinra beigetreten bin. Sehr viel. Verstehe ich. Seit ich aufgewacht bin, denke ich ständig darüber nach. Darüber, warum ich überhaupt hier bin. So, das ist immer gut. Der Text ist immer ziemlich. Das ist aber mich immer in Genshin stört, ey. Die sind noch irgendwie beim Laufen am Reden, aber irgendwie 5 Meter von mir steht irgendwie eine Person, auf die ich zulaufen muss, ne? Und dann fangen die an zu reden. So, oh, ich frage mich, was als nächstes. Und dann bin ich zu nah an die Person rangegangen, mit der ich reden muss, und die Cutscene geht weiter, ne? Und das Gespräch wurde abgebrochen, ne? Hey,
keine Ahnung, da muss man doch irgendwie so richtig abtimen können, ne? Und man kann ja nur den Text hier, den die hier beiden jetzt sagen, nicht länger machen als der Weg irgendwie, wo man hin muss, ne? Hat er dir davon nichts erzählt? Habt euch wohl lange nicht gesehen. Seit wann kennst du Cloud? Seit dem Vortag unserer ersten Mission. Wie lange ist das gleich her? Sorry, mein Zeitgefühl ist gerade ein wenig im Eimer. Echt? Geht mir genauso. Was hat das nur zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mich ja immer. Ich weiß, es ist eigentlich voll schwachsinnig, sich hier rumzuschauen, weil wir schalten sowieso wieder zu unserer Truppe zurück. Also selbst wenn ich jetzt hier irgendwie was finde, ich glaube nicht, dass wir halt dann irgendwie in unserer Gruppe dann ja mitnehmen können, ne? Aber man weiß ja nicht, ne? Loveless. Irgendwas war doch da mit Jesse, ne? Mit Loveless, glaube ich, ne? Wir haben doch ihre Eltern getroffen im ersten Teil, ne? Und da hat sie irgendwie, weißt du, irgendwie was so gesagt, ne? Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ich bin lieber die Nummer 2 oder 3. Das ist so viel einfacher. Aha. Wollen wir nicht alle zusammen zum Kämpfen? Ich bin besser darin zu entscheiden, wie man etwas macht, als zu entscheiden, ob man es macht. Ist doch gut. Vielleicht. Aber warum wurde dann ausgerechnet ich gerettet und nicht die Nummer 1? Na sicher, weil du gebraucht wirst, oder? Aber von wem? Tja, von diesen Viechern, die den Wind machen, oder? Und ich bin. Aber wer genau? Warum sind die aber den Kindern? Das fragst du mich? So, wenn das jetzt ja Genshin wären, dann würden die jetzt immer noch weiter reden, ne? Und sobald ich jetzt hier gleich in die nächste Szene reinlaufe, wird der Text abgebrochen. Wir sind gleich da. Halt die Augen offen. Klar. Ne? Ja, ich frage mich, was als nächstes hier so passiert. Ne? Könnte ja alles passieren. Ne? Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Mal gucken, was uns als nächstes. Ist niemand da? So läuft dann ein Genshin, aber das stört mich so was von. Na, wenigstens ist Shinra auch nicht aufgetaucht. Da sieht man mal wieder, Genshin hat viel zu viel Text. Hey. Hä? Eine Freiwillige? Was? Das hättest du wohl gerne. Wir sehen so schnell wieder hingekommen. Sehen, was für Idioten sich von so einem dilettantischen Poster anziehen lassen. Aber wie es aussieht, habt ihr beide alle Interessenten verscheucht. Okay, ich bin dann mal weg. Das war dann wohl nicht mein Schicksal, oder? Dass ich überlebt habe. Hatte also keine Bedeutung. Hab deine Zeit verschwendet. Sie hat da einen Rucksack hingelegt. Hey, Bix! Lass uns irgendwas machen. Wer bestimmt denn bitte, dass die Welt endet? Das ist doch bescheuert. Warum tun denn alle so, als wäre alles schon verloren? Irgendwas muss es doch geben. Jetzt komm schon. Wir finden was. Nun ist nur die Frage, was, oder? Gerade habe ich noch keine Idee, aber... ein Traum oder eine Hoffnung. Und wenn wir das finden, halten wir es ganz fest, okay? Wie fest? Na, so fest wie du kannst. Bist ein guter Kerl. Ich denk drüber nach. Na, man sieht sich. Ich werde Cloud mal besuchen. Schon bald. Klar. Und wehe, du findest nichts. Sollte auch zurück nach Hause. Ihr zu Hause. Okay, ich gucke mir trotzdem den Rucksack an. So, mir fällt gerade schon wieder ein, ich muss mal wieder... Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber ich will den Dings immer wieder einschalten, hier den Controller. Man weiß ja nie, vielleicht tut es ja mal irgendwann was, ne? Und dann sitze ich dann da und habe das nicht gesehen oder so. Oder nicht, ich tue ihn ja immer abstellen.
weil ich immer hey. Was wäre passiert, wenn wir sie nicht getroffen hätten draußen in der weiten Welt? Vielleicht ist das ja eine andere Krieg, keine Ahnung. So, what? Okay. Ich finde das Design von Bix hier besser. Mit seinen Haaren und so. Ich finde irgendwie seine Haare sehen cool aus hier. In dieser Version. So, ich muss hier hin, ne? Ja. Spiel scheint mich auch, ja, das Spiel scheint mich auch hier. Ja, ich tue meinen Controller abstellen, weil ich gerne schon immer auf Screen spiele und da ist halt immer an. Da kann man da nicht abstellen. Weil jedes Mal, wenn man das Menü öffnet, hört man immer blung, blung und so. Deswegen stelle ich das immer ab und ich tue halt immer nur einstellen, wenn ich hier mit dem Vegas am Zocken bin. Weil wir aber über PlayStation Voice Chat hier reden. Und ich tue halt die ganze Zeit immer an- und ausstellen. Aber ich weiß ja nicht, ich denke mal an Kingdom Hearts 3 zurück. Beim finalen Kampf, da hat man zum Beispiel Donald und Goofy ganz am Ende noch gehört aus dem Controller. Man hat irgendwie so ein gezwungenes Game Over gehabt und so im finalen Kampf und man, während man dann so im Game Over Screen ist, hört man dann Goofy und Donald, wie die einen wieder wachrütteln aus dem Controller. Deswegen bin ich mir immer so, da kommt bestimmt irgendwann mal irgendwie so. Irgendwas raus, der Boah, was ist, wenn ein eingeflügelter Engel aus dem Kontrolle wenn wir im finalen Kampf sind, was wahrscheinlich wieder Sephiroth sein wird, ne? Der finale Kampf beginnen und wir werden auf einmal so hey, na, din, 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 aus dem Controller. Das wäre doch krass. Sorry, danach habe ich gar nicht gefragt. Ach, Menno. Du Zack, geh doch mal oben nach dem rechten sehen. Klar. Du triffst sie wieder. Wir sind alle auf dem Weg zum selben Ort. Und wann? Ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Ja, die ganzen Blumen sind ja verwelkt, glaube ich. Bin zurück. Der Wind, das bist doch du. Hallo. Wir sind da. Ich wollte schon sagen, Sie kann irgendwie was hier. Sie ist irgendwie die einzige, die irgendwie was darüber weiß, ne? So am Ende hat sie, glaube ich, auch Zack gesehen, ne? Weil die sind ja so einander vorbeigelaufen nach dem finalen Kampf. Ich hoffe, er wird alles mal so hier so klipp und klar erklärt für ganz doofe, damit ich das auch verstehe. Jetzt spuckt sie einfach nur gleich Regenbogen aus. Na gut. Willkommen im Dorf meines Volkes. Ja, super. Wie kommen wir jetzt zurück? So, sieht noch nicht so aus, als kommen wir ins nächste Gebiet. Vielleicht ist das nächste Gebiet doch das letzte. Aber wie gesagt, sobald ihr wisst, was das nächste Gebiet sein können. Sobald ihr wisst, was das nächste Gebiet ist. Ja, Stab der Weisheit. Dann kommt ihr vielleicht auch irgendwie so zum Entschluss, dass das vielleicht das letzte Gebiet sein könnte, ne?
Aber bis jetzt wurde noch nichts irgendwie so gesagt, ne? Deswegen halte ich noch den Mund, ne? Wir werden ja wohl irgendwann mal sagen, so, oh, da müssen wir als nächstes hin. Drei Dinger. Stab der Weisheit. Gibt eine Menge magische Attacke. Und wir tun die hier auch. Magiekreis. Schon wieder ein Kreis. Erzeugt einen Magiekreis, der bei Generierung von ATB-Energie in seinen Wirkungsbereich einen Gefährten ebenfalls etwas ATB-Energie spendiert. Das stelle ich mir jetzt nicht so nützlich vor, weil er klingt irgendwie so dafür, so danach, als müsste ich irgendwie dafür sorgen, dass die alle da drin stehen auch. Oh Gott. Müssen wir schnell lernen, das Ding und dann wieder entfernen. Spirituelle Ernte. MP-Absorption, ich such's wieder, ich komme irgendwie nicht dazu zu benutzen. Feuerelemente, okay. Einmal vor Kampf und Fähigkeit, ja. So, das Ding müssen wir ja schnell lernen und dann Kids dürfen wir auch noch irgendwas lernen. Lass mal noch erstmal hier Red drin. Ne? So, wir sind wieder zurück mit unserer Gruppe. Wir haben nicht genug Dinger, wir haben nur 5 oder 10. Und gucken wir mal, warum sind wir hier? Keine Ahnung, das heißt neues Gefilde hier, das hat nichts mit dem Original zu tun, mit dem Original Final Fantasy 7. Deswegen, was auch immer ist, was auch immer ist hier gerade los. Was war das? Unser Bewusstsein lebt lange über den Verfall unseres Körpers hinaus. Denn für den Planeten sind wir Fremde. Er nimmt sich unserer nach dem Tod nicht an. Das klingt ziemlich furchtbar. Tut mir leid für euch. Diese Statue dient der Seele eines Gi als Gefäß. Schon zu lange lauscht niemand mehr ihrem Flehen. Ich bitte euch, leiht ihr euer Ohr. Na gut. Dann heul dich mal bei uns aus. Warum? Heißt das etwa, sie können nicht sterben? Die sind unbesiegbar. Aber am Leben sind sie auch nicht, oder? Gefangen zwischen Leben und Tod ist doch schlimmer als zu sterben. Du weißt doch gar nicht, wie es ist, tot zu sein. Ich meine, du lebst ja nicht mal richtig, oder? Miau. Sitzt wohl im gleichen Boot wie sie. Aber nicht nach meiner, ne? Genauso wie ich. So. Was ist das für ein... Was ist das für ein Soundtrack hier mit? Wieso muss ich irgendwie ja so an Piratenlieder geil denken? So. Yo, ho, fiddly die. Wow. Oh, ich habe ja schon, ne? Ja, ich muss ja, ich muss ja Magie Kreise spam. Ich habe gar nicht geguckt, was ich hier machen muss überhaupt. Was zu leveln? Geschicklichkeitsbonus, okay. Aber ich dachte, da kann sie sich auch teleportieren. Na, ich weiß nicht, was ich einen Geschicklichkeitsbonus bekommen habe, aber gut. Mach mal Gebet. Du hast nicht mal Gebet. Also das war wahrscheinlich ein der Dinger, die ich gerade rausgenommen habe, ne? So, ah! Sag. Ja, die war steinert. Ich bin dran.
Irgendwann kann ich ja bestimmt machen. Ja, er ist keine Sorge. Ja. Mein Gott. So, mein Gott. Explosion. Ich glaube, ich chill mal auf die Bank hier. So. Mein Gott, das Soundtrack. Ganz auf einmal. Oh, ich muss den einfach nur beschweren. Sagt mir doch. Ist ja voll einfach. Oh Gott. Lass mal jetzt chillen. Mein Gott. Nisana, Nomana, Huha, Huha, Huha. Wo war ich spielbar nochmal? Ich glaube, Final Fantasy, ne? Nisana, Huha, Huha. Was welchen auf welchen Spiel war noch mal? Große Materie, oder die heißen ja anders, ne? Irgendwie Magnus Materie oder irgendwie so was, oder war nicht? Ja. Könnte auch Fire Emblem sein, weil ich gerade denke, keine Ahnung. So. Ich sollte vielleicht ein oder zwei von euch erledigen. Leider wollte ich nicht, wo ich ja weitermache. Na, weil. Wir sollten vielleicht weit von denen entfernt sein, ne? Ja. Ich weiß immer noch nicht, welcher Angriff uns hier versteinert. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber. Hast du mich gerade abgebrochen, als ich mein... Oh Gott, ich glaube, das sah irgendwie nach... Die benutzen also Pfeile, ne, um uns zu versteuern. Aua. Aua. Rück dich doch mal ab, Mann. So. Ah, nein. Warte. Ja, jetzt komm näher. Okay. Zieh dich zurück. Dann so. Ja, bist doch schon fast tot, mein Gott. Ja. Soll ich jetzt nach jedem Kampf mich hier heilen gehen? Nee, ne? Boah, Leute. Schon wieder versteinert. Oh mein Gott, diese Beine versteinert. Oh Gott, keine Chance. Ja, das bringt nicht. Es ist auf. Oh mein Gott, ich mag Versteinerung nicht. Habe ich für mich festgestellt. So, so, Aris, direkt mal wieder einen anderen Stab ausrüsten, wenn es geht. Will ich wirklich den, ja? Diese einzige mit 5. Okay. Dann nehmen wir mal anstatt Aris. Nehmen wir mal Kate Sif rein, weil der muss auch noch einen Angriff lernen. Und dann sind wir wieder auf dem Laufenden. Du hast wieder... Was nicht... ja, bitte. Gegner niederstrecken. Was hast du da? Beschwörungskunst. Ach ja, mit den S-Bahnen, genau. So, haben jetzt alle drei. Einmal, ja. Okay.
Ja, ich glaube, das ist Fire Emblem, was ich gerade denke. Was ich mal, was das für ein Lied war. Kann vielleicht Fire Emblem Three Houses sein. Ich weiß es nicht. Aber ich jetzt wüsste, von wo ich noch mal kam, ne? Beziehungsweise wo ich hin muss. Ich glaube, von hier kam ich, ne? Du siehst verdächtig aus. Bist aber nicht. Okay. Na gut. Wenn du was sagst. Ich bin mal gespannt, wo ihr das hier alles hier so hinführen wird. So ungewohnt, dass Yuffie in diesem Spiel so viel redet, ne? Im Original hat sie so gut wie nie was gesagt. War einfach, und immer wenn sie was gesagt hat, war sie immer voll zickig irgendwie so. So und irgendwie schon fast unsympathisch so, ne? Ich ist mir doch egal, was hier alles gerade los ist. Ja, da ist einer gestorben, ist mir doch egal. Keine Ahnung. Jetzt ist sie mehr gesprächiger hier in dem Spiel. Aber im Original hat sie sich fast gar nicht zu Wort gemeldet. War irgendwie. Du bist ja sowieso immer noch mit drei Leuten rumgerannt, wenn du nicht immer Yuffie dabei gehabt hast, ne? Dann siehst du halt recht nichts von ihr. Da kriegt man ja richtig Gänsehaut, was? Hab wirklich kein gutes Gefühl dabei. Gar nicht. Für das Volk der Gi ist der Tod die Erlösung. Und da sie den Planeten nicht verlassen können, könnte es sein, dass sie ihn selbst auslöschen. Sollte die Materia nicht jemand haben, der so zuverlässig ist wie ich und gut auf sie aufpasst? Ich glaube, aus der Sache halten wir uns alle lieber raus. Dafür ist es zu spät. Ja, unser Schiff ist irgendwie kaputt. Schwarze Materie? Da kommt das sehr viel später vor im Original. Okay, schwarze Materie, das ist etwas, was sehr viel später im Original wichtig wird, wichtig sein wird, aber wir machen wieder diesen Move, wo wir irgendwie, weil nicht hier Sachen, die noch gar nicht irgendwie vorkommen sollten, schon erwähnen oder ins Spiel bringen, ne? So wie die Weapons, ne? Entschuldige, Armas. Da sind Gegner. Und ja, gucken wir mal, wie das hier abläuft, ne? Das ist schon ein Big Deal eigentlich.
gucken. Warte mal, muss da ein Muck rufen, ja, ne? Da vielleicht erstmal ein oder zwei von denen erledigen. Der Eiska auch noch. Warte, ey. Er tut einen zu befälligen Messerpaar angefallen lassen, ne? So, das ist Alexander. Boah. Ja, schon irgendwie krass. Der ist die ganze Zeit am Ausweichen. Ich sehe den nur die ganze Zeit ausweichen, ausweichen. Wieder Auferstehung, was? So, was zum... Der hat ja wiederbelebt. Ich zähle auf dich. Wer war das? Du, ne? Der Hexer? Warum gehe ich denn da noch wie los? Oder? War doch bestimmt der Hexer, ne? Ja, du. Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. No. Er hat direkt zwei wieder belebt. Ah! Ich glaube, da war ich wieder, ne? War schon wieder Alexander? Ach ja, der aktiviert immer nur die. Der aktiviert immer nur die. Die Fähigkeiten von irgendwas. Von der S-Bar, die ausgerüstet sind, ne? Stimmt. Du, kannst du mal aufhören? Jetzt weicht er wieder die ganze Zeit aus. Heilst du dich gerade? Was ist hier gerade los? Der hat doch viel mehr AP jetzt. Bonk. Ja, der muss ich nicht Gegner wieder strecken. Ich glaube, Klau wohl versteinert. Ja. Was ist aber mit Klau gerade los? Was ist da los? Da, wo ist der? Warum ist der Hexer schon wieder voll? Was passiert ja gerade? Warum ist der Hexer schon wieder voll? Der Hexer hat schon wieder voll AP. Aber jetzt aber. Nein. Die können die alle wieder beleben. Ey, was zum? Das ist schon wieder ein Hexer. So, hat irgendjemand hier was um Cloud hier? Was ist überhaupt mit Cloud? Was ist aber mit Cloud? Ist er versteinert? Nehme an, ich tue eine Goldnadel. Ist er versteinert? Ich sehe irgendwie nicht, was der ist. So, kannst du mal aufhören? Was ist hier gerade los? So, irgendwas ist jetzt gerade passiert. Oh mein Gott. Nee, man schießt ja die ganze Zeit noch auf uns. Warte mal. Vor allem, da steht die ganze Zeit Heilwogen, ne? In die Fresse. Der fällt einfach nicht um. Ja, bringt jetzt zwar nicht mehr, aber was soll's. Ach, Mann. So. Weiß nicht genau, was gerade passiert ist. Warum ist auch Arises Name blau? Hm.
Sehe ich auch gar nicht, ne? Ich sehe ja keine. Okay. Gut, aber er sagt cool, ne? Das heißt, er setzt die ganze Zeit Alexanders Laserstrahl ein. Das ist auch ziemlich krass, finde ich, ehrlich gesagt. Wenn er schon einen Angriff von irgendjemand einsetzt, ne? Also ein riesen Laser von Alexander, ne? So, ich werde jetzt nicht den ganzen Weg zurück zur Bank, ne? So. Diejenigen, die nicht aus dem Lebensstrom geboren wurden, können auch nicht in ihn zurückkehren. Und so wandern unsere Seelen umher. Auf der Suche nach einer letzten Ruhestätte. Also der Außerirdische? Zu einem Dasein in Rastlosigkeit. Nicht mehr am Leben, aber auch nicht imstande zu sterben. Unser einziger Wunsch ist es, endlich von diesem grausamen Schicksal erlöst zu werden. Na. Glücklich, dass unsere Gebete nicht umsonst gewesen waren. Doch dann drangen die Zetra in unser Land ein und kaltblütig entrissen sie uns die schwarze Materie. Okay, das macht Sinn, wenn man weiß, wann die schwarze Materie im Original auftaucht. Bringt unseren Schatz. Ah, okay. Besitz ist. Das haben wir geschworen. Und sollte eine Nachkommen der Zetra bereit sein, uns zu helfen, könnte das unserem lang gehegten Hass ein Ende bereiten. Wo ist sie? Es heißt, dass die schwarze Materie im Tempel des alten Volkes versteckt sei. Altes Volk. Aber das dauert noch eine ganze Weile, bis wir dahin kommen. Da wird wahrscheinlich ein Ziel des nächsten Spiels sein. Also, doch, das sagt mir was. Vergib mir meine Zweifel. Aber kann ich dir wirklich trauen? Hey, du! Ich sag vorher, was die Zukunft bringt. Und das Misstrauen mache ich Vertrauen. Du kannst ihm ruhig vertrauen. Versprochen. Es scheint, dass uns keine Zeit mehr bleibt. Beeilt euch. Bringt die schwarze Materie zurück. Okay. Ich wünsche euch viel Glück, Kinder des Planeten. Wow, gehen wir jetzt hier raus. So, habe ich die Waffe eingesammelt. Okay, das fand ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Oh. Weil das war mehr oder weniger Foreshadowing für irgendwas, was noch später kommt. Ohne irgendwie was hier so im Vordergrund zu drängen. So. Los, gehen wir nach oben. Darf ich noch mal da in die Höhle rein, falls da irgendwas ist?
So. Ich mach dich stolz, Papa. Man muss ja mal nachgucken, ne? So, das war nicht interessant. So, oh, das ist geschlossen jetzt. So viel dazu. Ja, stimmt. Die schwarze Materie kriegt man im Tempel des alten Volkes, aber das dauert noch eine ganze Weile, bis wir da landen. Aber ich nehme an, das wurde jetzt hier mal so ein bisschen erwähnt, so, ne? Damit das nicht irgendwann, wenn das mal irgendwann der Fall sein wird, so mitten aus nichts kommt, so, oh, schwarze Materie, ne? Aber das wird definitiv nicht mehr in diesem Teil hier passieren, weil das ist noch viel zu weit entfernt hier. Das unbeschadet zurückgeschafft. Deswegen schwarze Materie ins Spiel kommt hier ins Spiel. Ich bringe euch zu ihm. Folgt mir. Ja, alles klar. Tja, eiskalt. So, ich werde langsamer. Das ist normalerweise ein Zeichen, dass ich da nicht durch darf. Oder was ist hier los? Es hat einfach nur, ja, okay. Ich dachte irgendwie, wir können immer noch weiterlaufen, deswegen. Aber ja, gut. Schwarze Materie, da halte ich noch den Mund, ne? Aber ja, da wurde uns gerade gesagt, sonst hätte ich auch irgendwie gesagt, ja, irgendwann kommt so ein Tempel vom alten Volk, den müssen wir mal betreten. Also ja. Zu mächtige Materie. Oh ja. Die können wir ihm nicht einfach so überlassen. Und ihm auch nicht. Ihm? Ja. Sephiroth. Habt ihr ihn denn nicht gespürt? Nein. Du kennst den. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn der schwarze Materie in seiner Hände halten wird? Boah, das ist furchtbar, ne? Habe ich nicht recht, Leute? Hinter der schwarzen Materie her ist. Ja. Davon sollten wir ausgehen. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was wir. Das passieren sollte, ne? Habe ich nicht recht, Leute? Sag mal, Kitschi, woher weißt du eigentlich vom Tempel der Setra? Ich würde nicht sagen, dass ich davon weiß. Ich habe eine Vermutung. Hä? Ich habe mal Informationen in Firmenunterlagen gelesen. Müssen wir mal die japanische Synchro anmachen? Bin mal gespannt für die japanische Synchro. Ich glaube schon. Am besten fragen wir Boogie mal danach. Okay. So. Und ich will einfach nur darauf warten, bis irgendjemand erwähnt, wo es als nächstes hingeht, ne? Ho, ho, ho. Ihr seid wohlbehalten zurück. Den Sternen sei Dank. Was für ein Glück. Jetzt mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, Opa. Ich bin immerhin der Sohn des großen Kriegers. Ja. Aufnahme geht. Ich habe eine Frage. Im Tal müsste es ein Terminal geben, das an das Netzwerk von Shinra angeschlossen ist. Nur wo? Oho. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Ein Terminal gab es. Überaus interessant vom Standpunkt der Technik. Es hat mich sehr fasziniert. Und deshalb habe ich es auseinandergenommen. Und es zu einem Generator umgebaut, der uns seitdem mit Strom versorgt. Miau! Kennst du den Tempel des alten Volkes? Ich verstehe nicht ganz. Die Zetra haben keinen Gott, den sie anbeten. Warum sollten sie also einen Tempel errichtet haben? Gute Frage. Aber es gibt zahlreiche Legenden über ein Bauwerk der Zetra. Ein Bauwerk, dem ein Mensch, ignorant der Lebensweise der Zetra gegenüber, die Bezeichnung Tempel verpasst haben könnte. Du bist der Beste, Opa. Ho, ho, ho. Allerdings ist mir der genaue Ort unbekannt. Die Zetra hat damals ein grausames Schicksal ereilt. Es könnte passieren, dass ihr dort nicht mit offenen Armen empfangen werdet. Wir sollen uns aufhalten, das alte Volk, die sind tot. Ha! Nicht wahr, Iris? Die sind sowas von tot. Alle von denen, ja. Bis auf dich. Aber sonst alle tot. Weg. Komplett weg. Nicht mehr da. Im Tempel auf, dass es in Büchern nicht gibt. Und wenn ihr zurück seid, berichtet mir doch, was ihr gelernt habt. Meister Bugenhagen! Was ist? Ich habe zu tun. Schöner. Aber der
Mann in dem schwarzen Umhang ist zurück. Was sollen wir tun? Herrje, ist keiner von euch? Wo ist er jetzt? Er ist am Eingang zum Tal. Sehen wir nach, klar. Den schnappen wir uns. Ja. Könnte auch jeder sein. Du kannst auch die Schnellreise-Service innerhalb vom Cosmic Canyon für Schüler der Planetenkunde nutzen. Sprich dafür einfach einen Mentor an. Okay. Diese Tür, sie muss erneut versiegelt werden. So, dann gucken wir mal, ob ich. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? So. Gucken wir mal, wer das ist, ne? Danach geht's hier mit der Kunden, nehme ich mal an, weiter, ne? Wir stecken ja eine ganze Weile erstmal fest, ne? Nanaki. Ach, stimmt, die. Stimmt, die können das auch sein. Ja, er ist nur etwas geschwächt. Aber bitte sag mir, wir wissen jetzt, wo es als nächstes hingeht. Ich kann meinen Mund nicht mehr halten. Dorf, aus dem wir kommen. Aber natürlich. In Nibelheim finden wir auf jeden Fall ein Terminal. Richtig. Richtig. Dort gab es eins. Cloud, du hast es vorhin doch gesagt, dass man mir ruhig vertrauen kann, nicht? Vielleicht hast du auch nur gelogen. Aber selbst wenn, ich will dir beweisen, dass du absolut recht hattest. Aber... Versuchen wir es. Verzeiht die Einmischung, aber ihr wollt nach Nibelheim? Ja. Dort kommt ihr von hier aus nämlich nicht hin. Nicht über Land. Doch, irgendwie schon. Haben sie auch wieder geändert. Aber per Luft. Rauchzeichen. Zed. Genau. Na dann mal zurück zum Flugplatz. Nein, 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 nein. Erstmal geht's hier mit den Erkunden weiter. Apropos Erkunden. Hey, Chadley. Chadley. Das war ja sofort klar, ne? Hat ja gerade jemand gesagt, Erkunden? Tut er sich sofort melden. Okay, Schnellreise wieder möglich. Ruinen der Planetenkunde. Wie geht's eigentlich hier mit der einen mal irgendwann weiter? Mit der einen Protosubstanz-Quest? Da will ich auch mal irgendwann weitermachen. So, genau. So, und wir wissen, wo es jetzt als nichts weitergeht. Ja, es geht nach Nibelheim. Und genau deswegen habe ich mir auch gedacht, ich habe am Anfang des Spiels, bevor ich das Spiel begonnen habe, mir gedacht, bei Nibelheim ist wahrscheinlich das Ende des Spiels, ne? Aber ich glaube, es wird hier noch ein bisschen weitergehen, ne? Wir haben schon Sid getroffen, vielleicht geht es noch bis zu Sids Heimat, welche direkt nach Nibelheim kommt. Und im Original war es halt so, in Nibelheim ist nicht wirklich viel passiert. Also man kann eigentlich einfach nur durch Nibelheim durchgehen, ohne irgendwas zu machen. Da gibt es einige Sachen zu erledigen, so einige Nebensachen, aber man kann theoretisch einfach durch Nibelheim durchgehen und also warte, ich will erstmal Karten spielen und ja, dann einfach verschwinden. Also deswegen verstehe ich nicht, was genau die da machen werden. Aber da wird bestimmt noch eine Menge gemacht werden, ne? Aber ja, jetzt versteht ihr wahrscheinlich, warum ich geglaubt habe, dass das Spiel bis dahin geht, ne? Weil das ist ja die Heimat von Cloud und Tifa, ne? Und theoretisch haben wir ja schon Nibelheim gesehen. Wir haben ja am Anfang des Spiels Nibelheim schon gesehen. Also da, spätestens als ich gesehen habe, dass wir da rumlaufen, ne? Als wir da rumgelaufen sind, habe ich schon gemerkt, so, ah, das. Die Gegend da wurde schon programmiert und gerendert, ne? Also wenn die ja bestimmt mindestens bis zu dem Punkt noch dieses Spiel hier machen, ne? Weil warum sollten die hier das Nibelheim-Gebirge und so, was wir da alles erkundet haben, warum sollten die das alles programmiert, gerendert haben und all sowas, ne? Wenn man da nicht später noch mal hinkommt, ne? Das wäre ja irgendwie Verschwendung, ne? Na, wie komme ich da hin? So, per so einem Mentor soll ich mich da hinter irgendwie sehe ich da nirgendwo ein.
Ich will eigentlich nur die Kartenspieler hier noch kurz erledigen, ne? Weil jetzt mit der Erkundung jetzt zu beginnen, würde ich sagen, wäre ein bisschen Verschwendung, ne? Machen wir später, also im nächsten Part später. Aber die Kartenspieler können wir schon mal machen, ne? Also ja, ich bin gespannt, wie es da ablaufen wird, ne? So, wer bist du? Ich stehe jetzt genau vor dir. Die Shinra-Gebärdensprache? Hm? Du verstehst sie? Ich bin Ex-Soldat. Die Shinra-Gebärdensprache wurde für Handzeichen bei Einsätzen verwendet. Ich habe daher Grundkenntnisse. Du willst spielen? Okay. Perfekt. Oh. Dann tun wir einen neuen Rang hier bekommen. So. Da tun wir mal so, als wüsste ich noch, wie das Spiel geht. Schon eine Weile her. Weil ich schon nicht vergessen. So, Kaktor haben wir als erstes. Boom, Johnny. Die Johnnies. So, ich mache die Kaktoreröffnung. Ah ja, die Kaktoreröffnung. So, wie machen wir das? Machen wir das? Ich würde sagen, wir machen das so. So, ich habe niemanden, doch den kann ich da platzieren. Los, geh da oben hin. So. Also was locken wir den mal da oben hin, ne? Es wird da bestimmt da oben rechts was platzieren, ne? Und dann komme ich mit ihnen ja. Oder auch nicht. Was? Lass mich einfach ja durch, okay. Okay. Meinetwegen. Ah nein, jetzt hat sie sich da unten angeschlichen. Ich kann nicht gemerkt. Ich Idiot. Ah, verdammt, jetzt komme ich da nicht. So. Ja, jetzt nimmt er mir. Boah, jetzt hat er mich hier ausgetrickst, dieser Sackgesicht. Also was? Hier. Ich kann dich auch blockieren, ja. So. Okay, was machst du da? So, dann pack ich ihn hier hin. So, jetzt kannst du nur noch. Seine Abblockierung hat ihn mehr oder weniger selber geschadet. Oh, oh. Okay, muss schon sagen. So, habe ich genug Punkte? Oh ja, hab ich. Ja, er hat mich erst auch unten abblockiert, ne? Aber hatte was? Oh nein, was ist das denn? Okay. Oh Mann. Ich habe 12 Punkte, selbst wenn er den jetzt hier bekommt. Alter, was zum? Was kannst du denn da alles drauf schlappeln? Ich will auch. Okay, Kollege. Oh Mann. Nein, du Sack. Ah. Boah. Wie ist er da? Wieso konnte der denn jetzt noch 5 Sachen hier darauf platzieren? Was zum? Oh mein Gott. Okay. Haben wir hier. Dieser Sack. So. Jetzt habe ich den Kaktor. Okay. Ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass der irgendwie aggressiver spielt, ne? Damit ich auch mal irgendwie da dran komme, ne? Aber hat er gar nicht gemacht. So, warte mal. Machen wir den hier. So, jetzt geht es aber bestimmt dahin, oder? Was hast du da gehabt? Eine Sekunde. Nein, verdammt. Ah! Warte.
Möchte ich erledigen. Ich glaube, da war nicht so gut. Aber nehmen wir jetzt nicht da unten links weg. Okay. Das gut bin. Ah, nee, jetzt verdammt, wenn jetzt da oben was platziert, bin ich wieder weg. Ah, hey. Oh mein Gott. Nee, da habe ich schon vermasselt wieder. Nee. Okay. Wir werden langsam krasser, die Leute hier. Okay, ja. So. Versuchen wir mal so. Das Problem ist, jetzt kriegt er auch ihre Bonuspunkte her. Aber er geht in die Mitte aus irgendwo. So, jetzt muss ich nur die ganzen Dinge hier einkassieren, bevor der reinkommt. Ja, guck mal, der geht in die Mitte, ne? Warte. Nein. Oh mein Gott. Oh, da funktioniert. So, jetzt bitte nicht irgendein normales Ding. Oh oh. No, Sack. Boah. Leute. So. Jetzt nimmt der mir die ganzen Bonusdinger weg, die ich hier extra für mich platziert habe. Der sperrt mich die ganze Zeit ein. Da will ich mit dem machen. Ich kann schon vergessen. Alter, der tut mich die ganze Zeit hier einsperren. Ich komme gar nichts dazu, was zu machen hier. Oh, Leute. So. Ja, ich hatte Kaktor als erstes. Ja, man muss auch immer ich anfangen, ne? Irgendwie tut der die ganze Zeit hier vor mir die Dinger hier wegnehmen. So, jetzt geh da unten in der Mitte, damit ich halt wegnehmen kann. Ne, guck mal, das ist immer so, genau weil ich anfange, kann er mich immer kontern. Wenn ich immer die ganze Zeit hier reingehen könnte, ne, dann könnte er immer hier das Ding wegnehmen. Jetzt muss ich hier was platzieren, dann platziert der hier hin, nimmt mir das hier weg, ne? Das ist so was von unverschämt. So, boom. So, die ganze Reihe ist jetzt da voll. Soll ich mal sehen, wie du wegnimmst. So, jetzt mache ich das hier. Pass auf. Ja, guck mal, jetzt nehme ich dir halt weg, ne? Perfekt. Genauso muss das. So. Wenn du als erster spielst, hast du verloren. So, was hast du da gemacht? So, warte mal, das kann ich doch irgendwie ja schaffen, glaube ich, ne? Jetzt wenn er da einen platziert, ne? Aber so, weiß nicht, ob das so gut war. So, jetzt wenn er da in die Mitte reingeht, der kann nur die Beine platzieren, außer der hat wieder so Dinger, die der dahin platzieren kann, ne? So, ja, jetzt habe ich dich. Boom. So, jetzt kannst du nur den platzieren, außer du hast jetzt wieder so einen, den du da drauflegen kannst, was ein bisschen doof wäre. So, du hast gerade deinen eigenen kaputt gemacht. So, jetzt haben wir aber. So, ich habe nur den in der Mitte. So, wer? Was ist das? Warum kannst du doch Sachen da platzieren? Das ist voll unfair. Mein Gott. So, komm, jetzt ruhig mir nicht als mit dem Ding. Oh mein Gott, oh, du Sack. Nein, aber den in der Mitte wird er nicht hier überbieten können.
dass ich gewinne. Was sind das für Karten? Warum kann der Karten auf andere Karten drauf platzieren? Also, wie soll ich denn das mit einberechnen, ey? Ja, wie soll ich denn das mit reinberechnen? Ich weiß auch gar nicht, was die machen. Boah, Leute. Was soll ich denn mit beeinrechnen, was die noch machen können? Das ist auch unfair. Na, sei gierig. So, jetzt kann ich wieder nicht als erstes hin, weil er kommt dann wieder direkt hier. Wie so ein Geier. So, ich krieg die 5 da unten. Kannst du mal glauben. Mal geh da unten hin. Da, jetzt hat er mich schon wieder. Ich krieg da Katzen gerade. So, boah, jetzt kommen nicht da in der Mitte. Ey, ich schwöre. Ich klatsche gleich eine. Oh mein Gott. Hey. Jetzt kann er schon wieder so viele Sachen hier platzieren. Und ich kann nur noch eine platzieren, ey. Ah. Ja, jetzt überbietet er mich hier wieder, ne? Pass auf, jetzt kann er wieder 20 Sachen hier noch platzieren. Ah, super. Ja. Sind er mir gleich den Punkt da weg, ne? Pass auf, da kann er nur einen platzieren, ne? Ja, das ist schon wieder weg. Vielleicht soll ich noch nicht gegen den spielen. Der zieht. Was, der hatte schon. Boah! Ey, das gibt's jetzt nicht. Nein, du. Boah! Da mache ich dich ein andermal fertig. So, also ich will auch so Karten, die ich auf andere Karten drauf platzieren kann. Das ist auch voll überpowered. Also ich war so zwei da mal kurz davor, den zu erledigen, und dann packt er einfach nur so ein paar Karten auf die drauf. Das ist voll unfair. So. Muss ich auch mal hier machen, so Klavier spielen. Dein Klavierspiel. Ah, ich habe irgendwo habe ich ein Lied verpasst. Also, aber nur ist nur Mist. Na gut. Gut, keine Ahnung. Vielleicht durch euch irgendwie reinschalten, nachdem ich den besiegt habe oder so, keine Ahnung. Aber ich nehme jetzt nicht noch mal auf, hier, wie ich 20 mal versuche, den zu besiegen, ne? Aber gut, ich mache dann hier einen Schnitt, ein Feierabend. Und beim nächsten Mal. Okay. Und beim nächsten Mal, vielleicht tun wir aber erstmal hier ein bisschen, weil nicht. Kann man hier irgendwo Karten kaufen? Letztens habe ich da irgendwo Karten gekauft. Ja, ne, ich habe doch Karten gekauft letztens. Vielleicht sollte ich mal benutzen. Ja, aber ich lasse mir schon mal für den nächsten Part einfallen. Ne? Aber bis dahin sage ich jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Hinein, lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Es würde mich voll freuen, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.